Mit Charlie Möglichkeit. Tor in Unterzahl. Die Eispiraten legen hier vor durch Thomas Reichel, der perfekt frei steht. Denn die Krefelder, die konzentrieren sich nur auf den Mann mit der 17 bei den Eispiraten. Und das ist schon wieder in Richtung des Tors. Der schöne eröffnender Pass auf Max Balance. Tor! Max Balance im Powerplay sorgt für den zweiten Treffer, nachdem die Krefelder hier nicht so in Position waren, wie sie das zuletzt im Powerplay der Eispiraten gespielt haben. Balance ist jetzt eine Möglichkeit, mit einem 2 auf 1 noch eine Möglichkeit rauszuspielen. Balancen, Querpass, Lindberg, Tor! Tobias Lindberg mit dem wichtigen 3:0 für die Eispiraten. Der Goldhelm, auch er trägt sich in die Torschützenliste ein. Schneller Gegenstoß, links ist es. Ah, fliegt in den Torraum, oh, Scheibe. Scheibe frei und jetzt ist sie im Tor. Hui! 1:0. Vinny Saponeri müsste gewesen sein. Der Mann mit der 74 macht sich hier erstmal auf und davon hat jetzt den zweiten Mitspieler. Und Lindberg! Da ist der Anschluss, Lindberg. Smith kommt da von der Strafbank, hat da ganz viel Platz und Zeit und schafft es dann, gegen den Krefelder Verteidiger den guten Pass rüberzubringen. Spitzer Winkel! Tor! Ausgleich! 3:3! Und wir haben es gerade schon angesprochen, diese Analogie zum Drittel Nummer 2. Auch hier nur wenige Sekunden. Guter Schussversuch und das Tor! Führung Eispiraten, Grimmelschau und so schnell kann es gehen. 3 Tore in gut 5 Minuten weniger. An der Bande kommt Reichel da an. Weiß, die Scheibe weiß zu fallen. Liegt und jetzt ist es. Die Scheibe drin. Tor auch gefallen. Aus. Also, Heinrich Kanninen. 3:5 der Spielstand und damit ziemlich sicher auch. Smith. Ja, Tor! Tobias Lindberg legt hier nach und besorgt den Ausgleich. Für die Eispiraten am langen Posten hatte den Schläger auf dem Eis und seinen Best Buddy Colin Smith, der findet ihn. Ja, war genau. Und jetzt Gegenstoß über Sturm. Scott Pacer, der ist schnell. Sturm lädt durch. Tor! Zürich Sturm mit dem nächsten Treffer und der zeigt der Krefelder Bank. Mann, das wollte ich hier haben, diesen Treffer. Ja, und auch der hat ordentlich Wut im Bauch, sicherlich von der Strafe vom Freitag doch ein bisschen angefressen. Wieder von der Uhr läuft, jetzt die Möglichkeit. Schuss kommt. Tor! Und der Zahltreffer der Eispiraten. Scott Pacer müsste es gewesen sein. Na, Felix Thomas, wer war es denn nun? Wir schauen hin. Und die, ja, du hast recht, Felix Thomas. Wiederholung wird uns Aufschluss geben, aber ich glaube, der Mann mit der 4 war es und der trifft auch nicht so auf Schilin. Jetzt die Möglichkeit, Sigmund. Alleine durch. Dann ist auf Sigmund, geht allein. Sigmund! Tor! Ist es Unterzahltreffer! Lade es ab! Sigmund! Und damit ist es der zweite Unterzahltreffer in diesem Spiel. Wieder ist es so ein Schuss in die Rundung und Sigmund auf und davon zieht hier alleine. Neben das Tor. Schnelles Umschaltverhalten bei den Eispiraten. Und da das ist Tor. Das Tor. Krefeld ist am Rücken und Krimitschau trifft. 1:1 der Ausgleich. Aber das haben sie super gespielt. Schnell die neutrale Zone da überbrückt. Man sieht es gleich auch noch mal in der Wiederholung. Kommt da schnell für die guten Shooter. Also lass die Scheibe laufen. Oder guten Puck. Und Tor. Jetzt ist die Scheibe drin, Tobias Lindberg in Überzahl, das hat sich angebahnt. Und das machen sie wirklich klasse, muss man sagen. Wird gut gespielt. Such nicht mal den Mann. Ah, da verlieren sie die Scheibe und Rebound-Möglichkeit knapp am Tor vorbei. Oh, jetzt brennt weiter der Baum. Geht's und dann klingelt wieder 2:0 Eispiraten. Da lädt Krefeld, Krimitschau jetzt auch ein. Es ging damit los, damit als David Trinkberger zu Fall gekommen. Der Saison oder sie müssen ein Tor mindestens Tor! Zur Overtime schießen und jetzt sind 2. Krimitschau eiskalt 3:1. Da haben wir gelobt noch Felix Bick. Und da schlägt es dann ein durch die Hosen. Der Kreuzer. Kreuzer ja wieder zurück für die Eispiraten. Nicht unwichtig. Ja, Tor! Für die Eispiraten! Puck ist über die Linie!
Eine Minute, 10 Sekunden und die Hausherren, die führen. Wie ist denn der jetzt reingegangen? Konnte man gar nicht so genau auf den ersten Blick sehen. Wir werden die Videobilder bemühen müssen, denn hier kommt dieser Schuss von... Die Piraten müssen mehr Abschlüsse zum Tor bringen. Tor! Tobias Lindberg! Diesmal findet er den Schläger, nämlich Colin Smith. Und das ist genau das, was die Eispiraten die ganze Saison schon spielen, die ganze Playoff-Serie schon zu spielen. Colin Henry Kaninen. Immer Slalom. Kaninen. Tor! Durch die Beine von Big. Henry Kaninen. Bringt die Eispiraten wieder an. Das war ein Tor des Willens. Tanzt sich dadurch alle durch. Spielt Slalom mit der Krefelder Verteidigung. Hier und er findet Tunnel zur Krönung noch Felix Big. Durch alle. Olef. Ja, ist ein bisschen wenig Verkehr. Jetzt ist mal nächster Schuss. Tor! Tor für die Eispiraten. 4:33. Marius Galzo. Grimmitschau lebt die Hoffnung, sie bleibt am Leben. Nur noch ein Torrückstand ja, nach diesem Schuss. Da habe ich es angesprochen, da war mal der Verkehr vor Felix Big und ähnlich wie Christian Ehrhoff. At its best. Watch. Collins Smith. Tor! Was ist das für Wahnsinn hier? Die Eispiraten gleichen die Serie aus. Beziehungsweise erstmal dieses Spiel. 5-5, 2-12 vor Ende. Durch einen Schuss von Colin Smith. Wahnsinn, der Wahnsinn geht weiter. Der Wahnsinn geht weiter. Was Krefeld zu Hause macht, machen die Eispiraten hier. Wahnsinn. Und es sind genau 2:12 in einer Serie, die ausgeglichen ist nach 7 Spielen. Wir werden sehr gut zurück. Marius Galzo. Schöner öffnender Pass jetzt für Colin Smith vielleicht. Mit einer zündenden Idee. Schöner Pass. Steht das erste Mal im Halbfinale! Glückwunsch an die Eispiraten! Das glaubt ja hier keiner! In der zweiten Overtime entscheiden die Hausherren diese Best-of-Seven-Serie für sich! Und wir schauen uns den entscheidenden Treffer nochmal an. Smith spielt rüber und dann mit ganz viel Können ist es der Mann mit der 8, Dominic Walsh! Wird zum Game Winner von Spiel 7. Die Eispiraten. Guter Pass von Reiche. In den Slot. Da ist das der Anschlusstreffer Grimmitschau. Und da sage ich noch, da fehlen die hochkarätigen Chancen und da machen sie es. Mit einem erst ungefährlichen Angriff, aber schön überlaufen. Aber jetzt. Und wenn man zieht, noch mal kurz drauf zurück. Auf das Tor von Grimmitschau. Anschlusstreffer! Nur noch 4:2. Tor! Treffer für Grimmitschau! Walsh mit dem 4:3. Ja, da haben sie natürlich Mutterseelen alleine im Slot vergessen. Riesenmöglichkeit für die Eispiraten bei diesem Konter. Ja, beste Chance in diesem Spiel jetzt für die Eispiraten. Marius Kalzo, auch der mit ein bisschen Platz. Möglichkeit. Tor! Die Grimmitschauer legen diesmal vor. Mit dem ersten Treffer hier durch Scott Faser. Schön herausgearbeitet. Dieser Treffer, der 2-1 kommt da schon. Und dann hat die Zuordnung bei den Regensburger nicht ganz gestimmt. Hier sieht man, dass Kalzo lässt da zwei aussteigen. Und dann kommt... Versuchen wir die nächste Möglichkeit rauszuspielen. Ah, die Möglichkeit ist da. Tor! 2:0 für die Hausherren, für die Eispiraten. Wieder ist der Druck da. Und diesmal müsste es Kaninen gewesen sein. Henry Kaninen, der Mann mit der 89 hier. Das kommt nicht an. Tobias Lindberg. Lindberg. Querpass. Tor! Vom Regensburger geht die Scheibe über die Linie. Deswegen wird Tobias Lindberg als Torschütze des 3:0 hier in die Statistiken eingehen. Lindberg nach diesem Querpass, den er abgefangen hat. Schuss kommt. Ja, die Piraten können hier die Scheibe nochmal erobern über Walsh. Schön, da kommt der Schuss durch. Mögliche Tor! Tobias Lindberg! Schnell auf 4:0 für die Eispiraten. Und es war ganz, ganz geduldig gespielt jetzt von den Eispiraten. Haben lange gewartet, bis die Schussposition da kam. Und dann ist es Tobias Lindberg in der Drehung durch die Beine von Thomas McCallum. Schuss von Kreuzer. Stimmungstechnisch nachladen. Jetzt die Möglichkeit. Tor! Und jetzt legen die Eispiraten nach. Doppelpack. Scott
Faser, der hier einen Aufbaufehler ausnutzen kann. Verdeutlichen nochmal, dass sie hier dieses Spiel zurückhaben wollen. Scott Faser, wieder zu Sturm. Nächster Schuss, wieder vor dem Tor der Eisbären. Regensburg, wie los? Und da ist er Tor! Na, kein Tor! Kein Tor, sagen die Unparteiischen. Kein Tor! Ja, gibt Videobeweis auf jeden Fall. Nur das Nefin liegt da auf jeden Fall auf dem Eis. Also alle reißen hier schon die Arme hoch. Sie haben es ja schon gehört, aber Jonas Nefin hat den Puck da in seiner Ausrüstung. Das sehen wir auch. Und wir schauen nochmal genau drauf. Aus der Drehung, dann Sigmund. Und dann ist die Frage, ist... Nach Überprüfung der Torsituation wurde festgestellt, dass die Scheibe mit vollem Umfang hinter der Torlinie war. Also. Wir haben da wird jetzt hart gearbeitet vom Tor. Ich denke, da wird es jetzt auch gleich die ein oder andere Strafe hageln. Aber nein, das Tor hagelt hier für die Gäste. 25 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Viel Gewühl vom Tor, da wird geackert. Und dann fällt das Ding. Keine Schussbahn frei, jetzt der Pass, abgefälscht von Hammond, Scheibe geht ins Tor, schauen wir nochmal drauf, der Schuss. Punkt bleibt wieder drin, nächste Chance, wieder das Tor, 8:3. Grimmitschau kommt näher ran. Aber egal wie das hier endet, hier kommt nochmal das Tor. 8:4. Aus Regensburger Sicht. Egal, aber eins nehmen Sie mit, das Momentum, dass du das letzte Drittel voraussichtlich mit 3:0 gewonnen hast. Gut heiß gehalten von den Eispiraten. Also jetzt in der ersten Angriffsformation haben wir so auch noch nicht gesehen diese Saison. Und keine schlechte Chance, Tor! Und da ist es, eben jener Reichel, der den ersten Treffer in dieser Partie markiert. Schön rausgespielt, das Ganze von Goldhelm, der Eispiraten, an der Bande gleich mal zu sehen. Hier sehen wir es, schöner Querpass und direkt Abnahme. Thomas Reichel, wieder Colin Smith und Tobias Lindberg, die sind immer noch auf dem Eis. Colin Smith. Tor! Tor! Wieder funktioniert's! Wieder Smith auf Lindberg und der sorgt für den Ausgleichstreffer. Ja, und das haben wir schon ganz, ganz oft gesehen in dieser Serie. Und wie wichtig in diesen Playoffs war dieser Treffer? 8,5 Sekunden, dann wäre die Strafzeit. Ich bin jetzt in Überzahl ein. Der Grimmitschau muss sich jetzt auch belohnen. Und da ist das Tor. Und dann ist es irgendwie vorm Tor reingekullert. Wir sehen es gleich nochmal. Es war gar kein harter Schuss. Schlenzer. Aber sie versäumen es auch, dann die Kontermöglichkeiten auszunutzen. Auf der anderen Seite, und da ist das Tor. Da haben sie die Eispiraten immer besser ins Spiel kommen lassen. Die Chancen nutzen die Eisbären nicht und dann im Gegenzug. Gut ins Drittel gekommen, viel Platz. Da ist das Tor. 3:2 für die Eispiraten. Und das nach nicht mal 21 Sekunden. Reichel da mit dem Abschluss. Scott Faser. Schuss kommt durch. Tor! Das ist der Treffer, den wir alle sehen wollten. Das ist ein Treffer der Herzen. Das ist ein Treffer für die Fanseele. Das ist ein Treffer, den jeder einfach aufsaugt, als wäre es der Siegtreffer. Henry Kaninen, glaube ich, der Torschütze. Scott Faser rechts raus. Schuss kommt. Also Lindberg. Der nächste Abschluss, nochmal mit Eukant, wieder Tor! Jetzt steht es 2:5 und jetzt ist Tom McCallum sicherlich unzufrieden, aber einmal mehr die Eispiraten mit einem Schauspiel, zu was sie doch imstande sind. Hier mit der Rückhand noch vorbei und dann Sapanari räumt nochmal ab. Auch für ihn heute der zweite.